Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand begrüßen zu dürfen. Wir versuchen vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in diesen Wochen auch unser digitales Angebot immer mehr auszuweiten. Werfen Sie einmal einen Blick auf unsere Internetseite, dann können Sie sich davon überzeugen, wie viele Informationen zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus jetzt schon dort zur Verfügung gestellt werden. Aber auch im analogen Bereich. Alle Ausstellungen der Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand sind geöffnet und freuen sich auf Ihren Besuch. Selbstverständlich unter Beachtung der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Aber auch auf der Internetseite ist jetzt etwa ein virtueller Rundgang durch die Dauerausstellung der Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand möglich. Oder Sie können sich die bisher dort hier als Stream gehaltenen Vorträge noch einmal ansehen. Nutzen Sie also gerne beides. Unsere digitalen, aber auch unsere anderen Angebote. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute Abend geht es um die größte Organisation, die seit 1924 die Weimarer Republik verteidigte. Bis zu 3 Millionen Männer einte das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in ihrem Einsatz für Verfassung und Demokratie, Gegenreaktion und Nationalsozialismus. Viel zu wenig ist heute über das Wirken dieses Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold bekannt. Lange Jahre nach 1945 wurde die Geschichte des Reichsbanners auch nur vor dem Hintergrund der Niederlage der Weimarer Republik gegenüber dem gewalttätigen Nationalsozialismus gesehen. Doch in den vergangenen Jahren ist das Bild differenzierter geworden. In der Gedenkstätte Deutscher Widerstand haben Sie die Möglichkeit, sich etwa in einem umfangreichen Schaudepot über Anspruch und Wirklichkeit des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold zwischen 1924 und 1933 zu informieren. Sie sind dazu herzlich eingeladen. Dr. Stefan Heinz wird heute Abend über das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in der Übergangsphase von der Weimarer Republik zur nationalsozialistischen Diktatur sprechen. Er wird Strategien und Aktionen des Reichsbanners aufzeigen und deutlich machen, wie schwierig die Situation der Demokraten in der unmittelbaren Phase des Übergangs in die Diktatur war. Ich freue mich sehr, dass wir Herrn Dr. Heinz für diesen Vortrag gewonnen haben. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand und befasst sich seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, mit der Geschichte der demokratischen Massenorganisationen in der Weimarer Republik. Das von ihm 2012 gemeinsam mit dem Historiker Hans Koppi herausgegebene Buch über den vergessenen Widerstand der Arbeiter, Gewerkschafter, Kommunisten, Sozialdemokraten, Trotzkisten, Anarchisten und Zwangsarbeiter wurde Anfang 2013 mit der Honorable Mention Award der International Labour History Association ausgezeichnet. Herr Dr. Heinz wird als Fachmann zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung heute Abend uns informieren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte schön, lieber Herr Heinz. Vielen Dank, lieber Professor Dr. Tuchel, für die freundlichen einleitenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf. In den letzten Monaten habe ich mich vorrangig mit Recherchen zur Verfolgung und zum Widerstand von Mitgliedern des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold beschäftigt. Doch um dieses Thema wird es in meinem Vortrag lediglich am Rande gehen, weil ich mich ja heute hauptsächlich auf das Reichsbanner in der Übergangsphase zur NS-Diktatur 1932-33 konzentrieren werde. Dennoch vorab ein paar grundlegende Bemerkungen, warum es überhaupt sinnvoll ist, sich mit einer Organisation zu beschäftigen, die zur vielfältigen Geschichte der Arbeiterbewegung gehört, obwohl in ihr nicht nur Arbeiter organisiert waren. Zwar wächst wieder, wenn auch in begrenztem Umfang, das Interesse, sich mit Arbeitergeschichte zu beschäftigen, was sehr positiv ist. Dennoch sind viele Menschen aus der Arbeiterbewegung, die Widerstand leisteten und oder verfolgt wurden, in der Erinnerungskultur in Vergessenheit geraten. Dies ist bedauerlich, da ein erheblicher Teil des Widerstandes gegen das NS-Regime aus der Arbeiterbewegung kam. Bereits jetzt kann davon ausgegangen werden, dass das Reichsbanner einen wichtigen Faktor im Widerstand darstellte und die Zahl der Mitglieder, die durch das NS-Regime verfolgt wurde, höher ist, als in der Literatur bislang angenommen wurde. Ebenfalls nachweisbar ist,
dass sich Mitglieder des Reichsbanners nach der Machtübernahme Hitlers in illegalen Reichsbannergruppen organisierten, vor allem im norddeutschen Raum, aber auch in Berlin. Andere bekämpften in sozialdemokratischen oder gewerkschaftlichen Widerstandsgruppen das NS-Regime. Wenn man sich nun die Frage stellt, worin bestanden Besonderheiten des Widerstands von Reichsbannermitgliedern und was zeichnete diesen Widerstand womöglich aus, so drängt sich auch die Frage auf, worin lagen die Motive des Handelns? Und zur Beantwortung dieser Frage muss man eben auch mindestens einen Schritt zurückgehen und was war eigentlich vor Beginn des NS-Regimes los, also zum Ende der Weimarer Republik? Worin lagen prägende Faktoren für widerständiges Handeln? Ich möchte heute einen differenzierten Überblick zu wesentlichen Etappen der Entwicklung und Strategie des Reichsbanners vom Ende der Weimarer Republik hin zum Widerstand im Jahr 1933 geben. Es geht mir dabei auch um die unterschiedlichen Sichtweisen und Überlegungen von Teilen des Reichsbanners und die anderer Organisationen. Die Diktatur der Nationalsozialisten kam nicht einfach über Nacht. Aus dem Reichsbanner kamen Gegner des Nationalsozialismus, die schon Mitte der 20er Jahre gegen die Bedrohung mobil machten. Doch gerade zum Ende der Weimarer Republik traten Reichsbannerangehörige gegen die erstarkende NS-Bewegung auf. Ihre Wege in den Widerstand waren nicht geradlinig. Und nicht alles, was uns heute als logisch erscheint, war für die Akteure damals so klar, wie wir es vielleicht heute in deren Verhalten hineininterpretieren. Wenn man nur nahe genug hinsieht, erkennt man am Vorabend des Nationalsozialismus im Reichsbanner erheblich voneinander abweichende Positionen, also Konflikte in der eigenen Organisation, aber natürlich erkennt man auch Konflikte mit anderen Organisationen bzw. Parteien, vor allem der nahestehenden SPD. Diese Konflikte prägten wiederum Diskussionen und die Meinungsbildung im Reichsbanner mit. Dabei war Reichsbannermitgliedern in der Regel bewusst, dass insbesondere die Parteipolitik und auch die Politik der Gewerkschaften beispielsweise einer anderen Strategie als ihre Politik auf der Straße folgte. Die Bereitschaft zum Aktionismus und zu einer besonderen Form des direkten Widerstandes war intensiver ausgeprägt im Reichsbanner als bei Menschen aus der Arbeiterbewegung, die sich nie im Reichsbanner organisiert hatten. Zum Beispiel, weil sie dessen Ausrichtung nicht teilten oder weil sie den Aktionismus der Reichsbannerleute ablehnten. Ich hoffe, dass wir heute über die innerorganisatorischen Konflikte und die Konflikte, die die Organisation umgeben haben, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Zunächst für die Phase 1932 und danach für die Phase im Zusammenhang mit dem Verbot des Reichsbanners 1933. Zum Schluss möchte ich über die illegalen Gruppen des Reichsbanners und deren teils sehr bewusste Abgrenzung gegenüber der SPD sprechen. Im Zusammenhang mit einem Strafverfahren gegen Angehörige des illegalen Reichsbanners erklärte der Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof 1938, genau dieser Bund habe sich zum Ende der Weimarer Republik zu Kampforganisationen der SPD und der Gewerkschaften entwickelt. Weiter heißt es, deren Aufträge habe das Reichsbanner zu erledigen gehabt und das Reichsbanner habe bei allen Versammlungen der SPD den Saalschutz organisiert, Demonstrationen geschützt, den Wahlkampf abgesichert und den Schutz der Gebäude übernommen. Die Schutzfunktion, also die Funktion für die Partei und die Gewerkschaften, wurde also gerade von den NS-Verfolgern in den Vordergrund gestellt. Doch hatte das Reichsbanner keine eigenen Interessen und nur eine Funktion für andere? Das Reichsbanner hatte immer offiziell ganz klar Überparteilichkeit angestrebt für die eigene Organisation. Doch dieses Ziel spiegelte sich in der Mitgliederstruktur nur zum Teil wider. Zum Ende der Weimarer Republik hatte ein erheblicher Teil der Mitglieder aus der Deutschen Demokratischen Partei, DDP, und der Zentrumspartei das Reichsbanner verlassen. Es waren nie besonders viele, die sich aus diesen beiden Parteien im Reichsbanner organisierten. Aber 1931/32 waren 95% der Mitglieder Sozialdemokraten, also SPD-Mitglieder, aber nicht nur, sondern auch SPD-Sympathisanten mitgerechnet.
Das Reichsbanner hatte sich in dieser Zeit vermehrt auf gewaltsame Auseinandersetzungen mit den Nationalsozialisten vorbereitet. Wie Organisationsrichtlinien aus dem Jahr 1931 zeigen, war man unzufrieden mit den zu geringen Erfolgen beim Abwehrkampf gegen die Nationalsozialisten. Man war der Meinung, Defizite lägen vor allem in der organisatorischen Entwicklung. Im Ergebnis wurde zur Jahreswende 1931/32 eine Reichskampfleitung der Eisernen Front gebildet, mit Kampfleitung in den Bezirken und Ortsgruppen. In diesem Bündnis Eiserne Front hatte die politische Führung die SPD, die technische Führung das Reichsbanner und die Finanzierung übernahmen größtenteils die freien Gewerkschaften. Also die Eiserne Front war auch keine Organisation, sondern ein Bündnis. Auch der Arbeiterturn- und Sportbund war daran beteiligt. Die Initiative zur Eisernen Front kam indes aus der SPD. Die drei Pfeile sind ein Symbol, es war eine Zeit der Symbole, ein Symbolkampf auch. Die drei Pfeile der Eisernen Front waren gegen die Nationalsozialisten zum einen gerichtet, zum anderen gegen die Kommunisten und gegen die Monarchisten. Zugleich standen die drei Pfeile aber auch für die Partei, die SPD, die Gewerkschaften und die physische Kraft, also das Reichsbanner und die Sportverbände. Es folgte die Formierung des linken sozialdemokratischen Lagers in der Eisernen Front, aber weniger im Sinne eines ganz breiten Bündnisses, wie es ursprünglich das Reichsbanner angestrebt hatte. Neben den bereits existierenden Eliteeinheiten im Reichsbanner, den Schutzformationen, Schufos, erfolgte auch eine Aufstellung eigener Hundertschaften der Gewerkschaften, die sogenannten Hammerschaften. Und es erfolgte auch eine Aufstellung von eigenen Hundertschaften der Sportverbände, die Wehrschaften. Alle diese Hundertschaften waren der technischen Führung des Reichsbanners unterstellt. Die politische Führung blieb indes immer bei der SPD. In dem Bündnis Eiserne Front sah sich das Reichsbanner nicht als starker Akteur, sondern erheblich geschwächt gegenüber der SPD. Das Reichsbanner sah sich eher als Akteur, dessen Handeln immer mehr von der Gunst der Partei und der Gewerkschaften abhing. Die Enttäuschung, die in Reichsbannerkreisen herrschte, spiegelt sich in einer Behauptung von Hubertus Prinz zu Löwenstein wider, das war ein wichtiger Funktionär im Reichsbanner. Er urteilte über die Eiserne Front, sie sei weniger gegründet worden, um die Nationalsozialisten zu bekämpfen, sondern um das Reichsbanner unter bessere Kontrolle der SPD-Spitze zu bekommen. Nach Ansicht von Hubertus zu Löwenstein sei die Eiserne Front ein Koloss auf tönernen Füßen gewesen, denn es sei nicht gelungen, ein wirklich breites Bündnis auf Dauer zu einem einsatzfähigen Kampfinstrument auszubauen. Genau deshalb sah die Reichsbannerführung im Sommer 1932 ihre Aufgabe darin, einen eigenständigeren Weg einzuschlagen, in gewisser Distanz zur SPD-Führung. Von nun stand die Eiserne Front im Zeichen von Machtkämpfen zwischen Reichsbanner und SPD. Bei den Konflikten spielte die Unzufriedenheit im Reichsbanner über das Versagen von Partei und Gewerkschaften am 20. Juli 1932 eine Rolle. Dies war der Tag, an dem der Preußenschlag bzw. der sogenannte Preußenputsch stattfand. Was geschah an diesem Tag? Am 20. Juli endete die Regierungsbeteiligung der Sozialdemokratischen Partei in Preußen. Mittels einer Notverordnung wurde die Regierung unter Führung des SPD-Ministerpräsidenten Otto Braun für abgesetzt erklärt. Braun hatte dort schon seit 1920 regiert. Bereits infolge der Landtagswahl im Frühjahr 1932 hatte die preußische Regierung unter seiner Führung jedoch ihre Mehrheit verloren und die Regierungsgewalt nur noch geschäftsführend ausgeübt. Im Zuge des Preußenschlages ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg den autoritären Reichskanzler Franz von Papen zum Reichskommissar für Preußen. Eine Notverordnung schränkte die Grundrechte ein. Die Folge war die Beseitigung einer Regierung unter sozialdemokratischer Führung, die bislang immer gegen die Ausschaltung demokratischer Prinzipien deutlich Stellung bezogen hatte. Der Vorsitzende des Reichsbanners, Karl Hölzermann, musste am Tag des Preußenschlages erkennen,
dass seine Organisation gegenüber den Bündnispartnern, also der SPD und den Gewerkschaften, recht schwach dastand. Von den Vertretern der drei Massenorganisationen war Hölzermann derjenige, der zumindest zeitweise in Erwägung gezogen hatte, Gegenwehr zu organisieren. Es stellt sich die Frage, warum gerade auch innerhalb der Eisernen Front Partei und Gewerkschaften nicht wie 1920 handelten, als der Kapp-Putsch stattfand. Warum riefen die Gewerkschaften und die SPD nicht zum Generalstreik auf, den das Reichsbanner hätte flankieren können, um den Putsch in Preußen abzuwehren? Warum stand das Reichsbanner im Juli 1932 alleine da? Die Weltwirtschaftskrise hatte für eine Belastung gesorgt, der sich vor allem die Gewerkschaften kaum gewachsen sahen. Die hohe Erwerbslosigkeit und Kurzarbeit hatten zur Folge, dass die Streikbereitschaft erheblich sank. Doch wer arbeitslos war, konnte natürlich nicht effektiv streiken. Und er hatte damit auch kein Druckmittel in der Hand. Zugleich wirkte sich die politische Spaltung der Arbeiterbewegung hemmend auf die Abwehr der Gefahren der Nationalsozialisten aus. Hatten doch die Kommunisten seit 1928/29 die Sozialdemokraten zu ihrem Hauptfeind auserkoren. Deshalb hatten die Sozialdemokraten antikommunistische Positionen und wiederum Angst, mit einer zu offensiven Politik die kommunistische Generalstreikagitation zu unterstützen. Viele gesellschaftspolitische Faktoren standen offensiven Handeln im Wege. Vor allem die schwierige Wirtschaftslage und die Angst der Arbeiter vor Erwerbslosigkeit. Hinzu kam seit 1930, also ab Beginn der Notverordnungskabinette des Zentrumpolitikers Heinrich Brüning, war die Regierungspolitik weniger auf einen Interessensausgleich mit der Sozialdemokratie orientiert. Einfacher gesagt, die Regierung ab den Notverordnungskabinetten begünstigte Krisenüberwindungsstrategien der Unternehmer. Es ging um Sparen und um eine Finanzpolitik der Umverteilung von unten nach oben, wenn man es ganz einfach sagen will. Zugleich gab es im gesamten sozialdemokratischen Spektrum Hoffnungen, die Regierung werde als Gegenleistung für eine gewisse Zurückhaltung der Sozialdemokratie diese als gleichberechtigten Gesprächspartner akzeptieren. Dass dies nicht passierte und die SPD geschwächt blieb, musste nun auch die Reichsbanner Führung anerkennen. Reichsbanner Funktionäre wie Karl Hölzermann mussten aber auch erkennen, dass erhebliche Teile der Gesellschaft, besonders wichtige Teile der Eliten in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, prinzipiell gegen die Weimarer Verfassung und auch gegen die Wehrorganisation Reichsbanner eingestellt waren. Es gab zahlreiche Verbotsdebatten auch im Jahr 1932, ob das Reichsbanner nun dann auch restriktiv eingeschränkt werden müsse. Aufgrund der Defensive entwickelten sich bei Hölzermann gezielte Überlegungen, einflussreichere Bündnispartner zu gewinnen. Er setzte dabei nicht mehr vorrangig auf Gegenmachtkonzepte. Man wollte als Reichsbanner selbst Verbündeter eines Teils der Eliten werden, um Bündnispartner von oben zu gewinnen und Hitler so von der Macht gemeinsam auch fernzuhalten. Der Berliner Reichsbannerfunktionär Max Fechner, der später in der DDR Repressalien erdulden musste, berichtete 1963 in einem Interview davon, wie ab Sommer 1932 verschiedene Strömungen innerhalb des Reichsbanners aufeinander stießen. Zitat: Im Jahr 1932 war der Reichswehrminister General Kurt von Schleicher ernsthaft bemüht, eine Regierung unter der besonderen Mitwirkung der Gewerkschaften, sowohl der christlichen als auch der freien, zustande zu bringen. Dies ist soweit bekannt, auch in der Literatur dokumentiert, wenngleich zum Teil Details dieses Bündnisses ungeklärt sind. Aber hören wir weiter. In den Sommermonaten waren diesen Bestrebungen Versuche vorausgegangen, dass Karl Hölzermann auf Veranlassung Schleichers das Reichsbanner mit dem Stahlhelm, also dem reaktionären deutschnationalen Bund der Frontsoldaten, der ein Hauptgegner war, zu verschmelzen versuchte. Also Hölzermann versuchte, das Reichsbanner mit dem Stahlhelm zu verschmelzen, behauptet Fechner hier. Zudem erinnerte sich Fechner an eine Veranstaltung des Bundesvorstandes des Reichsbanners, bei der, Zitat,
versucht worden sei, das Reichsbanner auf die Linie Schleichers, also auf einen Zusammenschluss mit dem Stahlhelm, zur Bildung einer republikanisch-paramilitärischen Organisation unter einer einheitlichen Führung der Reichswehr festzulegen. Dies gelang nicht, Zitat Ende. Dies, so Fechner, sei eben nicht gelungen, weil der Widerstand aus der SPD, aber auch in der einfachen Reichsbannermitgliedschaft dagegen zu groß gewesen sei. Die Konsequenz war nun, dass sich die angespannte Situation zwischen dem Reichsbanner und Teilen der SPD-Führung verschärfte. Auch im Reichsbanner blieb die beschriebene Linie umstritten. Inwiefern rumorte aber dieser Konflikt weiter? Die Reichsbannerführung wollte sich nämlich auch unbedingt an einem Reichskuratorium für Jugendertüchtigung beteiligen, das von Reichspräsident Paul von Hindenburg initiiert worden war. Man erhoffte auf diese Weise, quasi staatstragend, mehr Einfluss auf die Politik nehmen zu können. Zugleich waren Hoffnungen darauf gerichtet, den Wehrertüchtigungsgedanken zu forcieren. Doch die SPD-Führung erkannte in dem Wehrsportdachverband nicht mehr als eine militaristische Organisation. Aus Sicht der SPD verfolgte das Reichskuratorium eine verfehlte Strategie, um die Wehrpflicht wieder einzuführen. Das Kuratorium sei reaktionär am Aufrüstungsdenken verhaftet, hieß es aus der SPD weiter. Auch deshalb, weil sich nicht nur der Stahlhelm an diesem Kuratorium beteiligte, sondern auch die SA. Letztlich setzte sich die SPD-Führung auch hier gegenüber dem Reichsbanner durch und forderte die Abgrenzung zum Reichskuratorium ein. Die liberale Berliner Börsenzeitung schrieb, Zitat, der Konflikt war bereits so weit gediehen, dass die SPD damit drohte, jedes Parteimitglied auszuschließen, das im Reichsbanner verbleibe, falls dieses sich dem Kuratorium unterordne. Zitat Ende. Aufgrund des massiven Drucks der SPD-Führung verzichtete schließlich das Reichsbanner auf die Teilnahme am Kuratorium. Zeitgenössische Beobachter erklärten später, das Projekt sei am Widerstand der Mehrheit der SPD-Mitglieder gescheitert. Die konservative Kreuzzeitung sprach sogar vom Sieg der SPD über das Reichsbanner. Zitat, die Ansätze zu einer von der SPD unabhängigen Politik seien im Keim erstickt worden, die Fesseln der SPD seien nicht abgestreift worden. Im Hintergrund schwelte ein weiterer Streitpunkt zwischen Reichsbanner und SPD. Dieser hing mit dem grundlegenden Streit um Wehrertüchtigung zusammen. Denn ungeklärt war ein Konflikt um den Vortrupp Schwarz-Rot-Gold, einer Kinder- und Jugendorganisation des Reichsbanners. Teile der SPD erblickten im Vortrupp, der von Hubertus Prinz zu Löwenstein geführt wurde, eine Konkurrenz zur Parteijugendorganisation SAJ. Die SAJ, die Sozialistische Arbeiterjugend, soll dem Vortrupp des Reichsbanners grundsätzlich ablehnend gegenübergestanden haben. Teile der SPD forderten öffentlich die Auflösung des Vortrupps. Allerdings soll Löwenstein nicht im geringsten daran gedacht haben. Er soll eher versucht haben, seine Position weiter zu festigen, also im Reichsbanner zu festigen und den Vortrupp auszubauen. Bald darauf, im Februar 1933, erklärte Hubertus Prinz zu Löwenstein den Austritt aus dem Reichsbanner. Ein Umstand, der heute wenig bekannt ist. Er, Prinz zu Löwenstein, habe diesen Schritt mit der Tatsache begründet, dass das Reichsbanner nicht mehr die nötige Überparteilichkeit und innere Freiheit besitze, berichtete die Berliner Börsenzeitung. Interessant ist aber auch, dass zum Beispiel der vergleichsweise bekannte pazifistische Publizist Paul von Schöneich seinen Austritt aus völlig gegensätzlichen Gründen verkündet hatte. Seine Reichsbanner-Ortsgruppe hatte sich nämlich zum Wehrsport bekannt, was er als Pazifist nicht akzeptieren konnte. Wir sehen also, nicht nur zwischen SPD und Reichsbanner gab es recht unterschiedliche Positionen, sondern auch innerhalb des Reichsbanners. Es hing natürlich auch mit der komplizierten Situation am Vorabend des Nationalsozialismus zusammen. Nun zur Situation Anfang 1933, kurz vor dem Verbot des Reichsbanners. Die repressive Dynamik in den ersten Wochen nach
Hitlers Machtübernahme traf das Reichsbanner mit voller Härte, aber unvermittelt. Karl Höltermann ging aber dennoch davon aus, eine Machtübernahme Hitlers habe erhebliche Folgen für die Arbeiterbewegung. Er erklärte auch, die neue Regierung bedeute, Zitat, die offene Kampfansage und das Hinüberwechseln aus dem politischen Stellungskrieg in den Bewegungskrieg. Die Leute der Reaktion glauben, dass sie jetzt gegen die Republik vorgehen könnten, weil diese in letzter Zeit einige Schlachten verloren habe. Ein altes englisches Sprichwort aber heißt, England verliert alle Schlachten, nur die letzte nicht. Auch die Republik wird die letzte Schlacht gewinnen. Zitat Ende. Trotz der Betonung der Gefahren begriff Höltermann den Beginn von Hitlers Macht- oder Reichskanzlerschaft, Machtübernahme, nur beginnt als Wendepunkt. Vergleiche mit bisherigen Maßnahmen zur Einschränkung des Reichsbanners führten zur Unterschätzung der repressiven Qualität. Und er, aber auch viele andere, unterschätzten die Stabilität der NS-Diktatur. Man glaubte, der braune Spuk sei ganz schnell vorbei. Immer wieder demonstrierte der Reichsbanner Vorstand seinen Glauben, der Tag der Entscheidungsschlacht werde noch kommen und für diesen müsste man optimal gerüstet sein. Auch wenn die SPD trotz aller Spannung nach wie vor durchaus erheblichen Einfluss auf die Reichsbanner-Mitglieder ausübte, gingen einige führende Reichsbanner-Funktionäre ab Februar 1933 auf Abstand zur SPD-Programmatik. Bei Karl Höltermann war der Glaube vorhanden, dass Reichsbanner könne man notfalls als karitative Kriegsveteranenorganisation oder als unpolitische Miliz im NS-Staat erhalten. Es zeigte sich auch eine gewisse Bereitschaft zur Kooperation mit den neuen Machthabern. Deutlich wurde dies in der Außendarstellung des Reichsbanners, die vermehrt nationalistische Elemente einbezog. In der Agitation versuchte die Reichsbannerführung, sich als echte Vertretung nationaler Interessen zu präsentieren. Die NSDAP sei stattdessen eine vom Großkapital finanzierte Partei, die neben dem Volk stehe, so die Annahme. Zitat, wir sagen offen, dass die Regierung Hitler ein Unheil darstellt. Ein Unglück, das abzuwehren die Pflicht jedes Patrioten ist. Diese Regierung, die für sich in Anspruch genommen hat, im Namen Deutschlands zu sprechen, steht in Wirklichkeit neben der Nation. Zitat Ende. Als es ab März 1933 überall im Reichsgebiet zu schweren Übergriffen auf Reichsbannerangehörige und zu ersten Verboten der Organisation auf Länderebene kam, konnte sich die Reichsbannerspitze noch immer nicht zu einem womöglich auch eigenständigen Aufruf zum Widerstand entschließen. Zugleich zeigte sich bei Höltermann eher die Bereitschaft, sich vom Klassenkampfdenken grundsätzlich zu befreien, um das Überleben des Reichsbanners zu sichern. Das haben wir bei anderen Organisationen im Übrigen auch, beispielsweise bei den Gewerkschaften gibt es eine ähnliche Entwicklung. So heißt es Mitte Februar 1933 in einem Bericht des Reichsbanners, das Reichsbanner steht zu Deutschland und zwar nicht als Klassenkämpfer, sondern als Vertreter der Volksgemeinschaft. Das Reichsbanner werde sich auf keinen Fall ausschalten lassen. Zitat Ende. Also hier auch ein deutlicher Hinweis auf eine gewisse Anpassungspolitik gegenüber der NS-Ideologie. Man verzichtete dennoch auf das Signal zum Kampf, weil dieser inzwischen als kaum mehr zu gewinnen galt. Auf ein Signal verzichtete man auch, weil sich abzeichnete, dass die freien Gewerkschaften und die SPD nicht zum direkten Widerstand aufrufen wollten. Teile des Reichsbanners zerfielen daraufhin von einem Tag zum anderen. Oder aber sie lösten sich im März 1933 selbst auf. In der Regel war von nun an das Tragen von Abzeichen und Uniformen verboten. Das Reichsbannervermögen wurde in den Ländern eingezogen. Mitte März 1933 appellierte die Reichsbannerführung noch einmal an Reichspräsident Paul von Hindenburg, das gewaltsame Vorgehen von SA und SS gegen die eigenen Einrichtungen zu stoppen. Doch dieser Appell half nicht, die Gewalt zu stoppen. In ländlichen Regionen
nutzten die NS-Verfolger das Verbot des Reichsbanners offenkundig dazu, um alte Rechnungen zu begleichen. Die Nationalsozialisten nutzten das Verbot, um gegen Sozialdemokraten vorzugehen, die sie auch schon längere Zeit kannten. Schließlich waren Partei und Gewerkschaften noch nicht verboten. Also die Gewerkschaften werden ja am 2. Mai 1933 verboten, die SPD im Juni 1933. Und so konnten die Schutzhaftmaßnahmen gegen missliebige Sozialdemokraten mit Verweis auf das Verbot des Reichsbanners legitimiert werden. Nun kommen wir noch zu einer ganz interessanten Geschichte Anfang 1933. Der erneute Versuch mit dem Stahlhelm, also dem Bund der Frontsoldaten, etwas gemeinsam anzufangen, nämlich die Organisation Reichsbanner zu retten, indem man im Stahlhelm aufgeht. Interessanterweise verzeichnete der deutschnationale Stahlhelm Bund der Frontsoldaten in den Monaten März, April 1933 einen regelrechten Massenandrang. Zumindest auch bei einem nicht geringen Teil der Übergetretenen handelte es sich um Vertreter des marxistischen Lagers, wie die Gestapo später feststellen musste. Bezeichnenderweise entsprach es zu diesem Zeitpunkt erneut der Strategie eines Teils der Reichsbannerführung, den Bund in den deutschnationalen Stahlhelm zu überführen. Dies bestätigten Karl Hölltermann, Hubertus zu Löwenstein und Gustav Fehrl Mitte 1934 in einem im Exil verfassten Schreiben, was ich ausführlich zitieren will, weil es ganz interessant ist. Zitat: Sofort nach dem Ausfall der Reichstagswahl 1933 bemühte sich die Reichsleitung des Reichsbanners, seine Formation geschlossen in den Stahlhelm zu überführen. Aus folgenden Gründen: Es war anzunehmen, dass es sehr bald zu ernsten Auseinandersetzungen zwischen den Deutschnationalen und den Nationalsozialisten kommen würde. In diesen Auseinandersetzungen würde der Stahlhelm eine sehr große Rolle gespielt haben. Da sich der Stahlhelm erfahrungsgemäß auf die Reichswehr und deren Führung stützen konnte, wäre ein solcher Machtkampf, wenn wir den Stahlhelm unterstützt hätten, unzweifelhaft für die NSDAP ungünstig verlaufen. Doch durch einen solchen Anschluss wäre das Reichsbanner auch zu Waffen gekommen. Denn im Großen und Ganzen war das Reichsbanner unbewaffnet. Die ganze Taktik des Reichsbanners ging dahin, gestützt auf Zusicherungen hervorragender sozialdemokratischer Staatsmänner, im Ernstfalle durch die Staatspolizei mit Waffen versehen zu werden und mit der Polizei gleichzeitig gegen die Nazis eingesetzt zu werden. Diese Zusicherungen wurden nicht gehalten. Zitat Ende. Die Reichsbannerführung erkannte also im Frühjahr 1933 den Stahlhelm als die entscheidende Plattform für organisatorische Bemühungen. Gleichzeitig sah die Reichsbannerführung im Stahlhelm auch das Kampffeld, auf dem mit der Reichswehr zusammen den Nationalsozialisten entgegengesteuert werde. Die umstrittene Strategie von Ende 1932 sollte nun also nachholend in die Tat umgesetzt werden, wobei man auch dazu sagen muss, dass der Reichswehr immer in den Überlegungen eine besondere Bedeutung zukommt, weil man glaubte, die dann gegen die Nationalsozialisten einsetzen zu können, weil sie eben Waffen hat. In der Tat bemühten sich nicht wenige Ortsvereine des Stahlhelms intensiv um den Übertritt von Reichsbannerangehörigen und ebenfalls waren Teile des Reichsbanners um ein gutes Verhältnis zum Stahlhelm und zur Reichswehr bemüht. Teile des Verbandes begrüßten offenkundig die Strategie, gewissen republikanischen Einfluss innerhalb des Stahlhelms geltend zu machen. Manche Reichsbannerangehörige, insbesondere in ländlichen Gebieten, liebäugelten auch schon länger mit einem Übertritt. Neben ideologischen Anpassungstendenzen liegt ein weiterer wichtiger Grund dafür wohl darin, dass in einer quasi anerkannten nationalen Organisation ein gewisser Schutz vor sich oder vor den kontinuierlich sich steigernden Übergriffen der Nationalsozialisten gesucht wurde. Man muss sich vorstellen, wurde ständig Gewalt gegen die politische Arbeiterbewegung ausgeübt seitens der Nationalsozialisten. Nun möchte ich noch von einer bemerkenswerten Geschichte berichten. Aufgrund der massiven Verfolgung durch die Nationalsozialisten versuchte
die Führung des Braunschweiger Reichsbanners in Absprache mit dem lokalen Stahlhelm einen kollektiven Übertritt zu arrangieren. Es kamen dafür weit mehr als 500 Personen am 27. März 1933 zusammen. Manche Quellen sprechen sogar von mehreren tausend. Doch plötzlich tauchten SA-Formationen sowie Polizeieinheiten auf. Diese Einheiten verhinderten mit Gewaltanwendung einen Übertritt von Reichsbannermitgliedern in den Stahlhelm. Angehörige des Reichsbanners, das bereits seit Wochen für aufgelöst erklärt worden war, wurden nun einmal mehr mit Repressalien überzogen. Insgesamt wurden bei der Aktion 1350 Personen festgenommen. Darunter waren sogar auch Kommunisten. Sie kamen teils in Haft. Nun begann eine besonders interessante Entwicklung. In der darauffolgenden Nacht zum 28. März 1933 verboten die Behörden den Stahlhelm im Land Braunschweig. Die Polizei versuchte dort, aller Stahlhelmführer habhaft zu werden. In einer entsprechenden Verfügung des Braunschweiger Innenministers heißt es, Zitat, nach mir vorliegenden Meldungen hat der Stahlhelm im ganzen Land Braunschweig planmäßig in Massen Mitglieder marxistischer Organisationen aufgenommen. Selbst ganze Ortsgruppen des Reichsbanners und der SPD sind aufgrund von Verhandlungen und Verabredungen geschlossen übergetreten. Also man muss sich vorstellen, in eine früher gegnerische Organisation, gegen die sich dieser eine Pfeil der Eisernen Front beispielsweise gerichtet hat, eine deutschnationale monarchistische Organisation. Seitens der Gestapo nahm man nun also nicht nur Reichsbanner-Anhänger, sondern auch eine Reihe Stahlhelmführer und Mitglieder in Haft. Man warf ihnen vor, einen Putsch geplant zu haben. Man muss nun sagen, ein ähnlicher Fall des strategischen Massenübertritts von Reichsbannerleuten in den Stahlhelm wie in Braunschweig ist nicht bekannt und das hat sicherlich sehr viele lokale Hintergründe, warum das sich dort so abgespielt hat. Allerdings geht auch aus anderen Polizeiberichten hervor, dass bei einem Teil der Reichsbanner-Mitgliedschaft in verschiedenen Regionen noch eine ganze Weile das Bedürfnis vorhanden war, sich dem Stahlhelm anzuschließen. Was wir wissen: Es gab letztlich enormen Druck aus dem NS-Innenministerium, da immer wieder unzufriedene Elemente, wie es hieß, im Stahlhelm entdeckt wurden. Anfang April 1933 erließ der Stahlhelm viel strengere Regeln, die einen kollektiven Übertritt von ehemaligen Mitgliedern des Reichsbanners strikt untersagten. Insofern scheiterten letztlich alle Strategien seitens des Reichsbanners, auf Dauer eine Unterwanderung oder verdeckte Arbeit im Stahlhelm zu praktizieren. Die selbsternannte Auslandsleitung des Reichsbanners mit Karl Hölltermann an der Spitze stellte 1934 ernüchtert fest, Zitat, der Versuch, unsere Leute geschlossen im Stahlhelm unterzubringen, ist gescheitert. Zunächst weigerten sich die meisten Reichsbannerleute, dem Stahlhelm beizutreten, weil sie diesen für noch reaktionärer ansahen als die SA und die SS. Es verging kostbare Zeit damit, einige Reichsbannerführer für diesen Plan zu gewinnen. Als er dann in großem Stil durchgeführt werden sollte, kamen die Nazis dahinter und es wurden überall Aufnahmesperren durchgeführt. Auch hatten die meisten Reichsbannerleute jegliches Vertrauen zu ihrer Führung, insbesondere den SPD-Führern, verloren. Zitat Ende. Das zeigt auch nochmal, das ist natürlich ein Bericht im Nachhinein, aber die Kompliziertheit der Gemengelage damals. Im Mai 1933 konstatierte die politische Polizei, Mitglieder des aufgelösten Reichsbanners würden sich nach den gescheiterten Übertrittsversuchen vor allem in Versammlungen der SPD und der Freien Gewerkschaften treffen. Allerdings beinhalteten diese Aussagen nur die halbe Wahrheit, da sie lediglich für einzelne Reichsbannerstrukturen in einigen Regionen repräsentativ waren. Doch womöglich handelten vielleicht auch vergleichsweise viele Reichsbannermitglieder wie in dem zitierten Polizeibericht. Das wissen wir alles noch nicht. Was wir allerdings wissen, dass es eben sehr unterschiedliche Schlussfolgerungen gab, wie man mit der Defensive der verbliebenen Reichsbannerstrukturen umzugehen gedachte. Es gab aber auch immer Überlegungen für eine illegale Arbeit, die völlig unabhängig vom unabhängige Strategien, die nicht auf eine Unterwanderung des Stahlhelms abzielten.
Und damit kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt, nämlich vom spontanen Widerstand zur illegalen Organisierung, die lokalen illegalen Gruppierungen des Reichsbanners, die sich teilweise natürlich auch völlig unabhängig von den Strategien, den Stahlhelm zu unterwandern, konstituierten. Trotz diverser Schwierigkeiten fanden bereits im März 1933 erste Treffen illegaler Reichsbannerstrukturen statt. Vorrangig in Norddeutschland, in Lübeck, Bremen und Hamburg, aber auch in der Metropole Berlin kamen Reichsbannerleute zusammen. Sie beschlossen die Weiterführung des Bundes. Weiterführung bedeutete nicht zwangsläufig die illegale Fortführung des Reichsbanners in seiner bisherigen Form, was sowieso nicht möglich war, sondern Weiterführung entsprach dem Anspruch, sich mit den Mitstreitern eine neue Organisationsstruktur zu geben und so den Zusammenhalt zu wahren. Ein wichtiger Punkt dazu: Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten verstärkte sich der Kurs im illegalen Reichsbanner, der auf eine gewisse Organisationsautonomie gegenüber der SPD setzte, also gegenüber der illegalen SPD. Einige Gruppen grenzten sich deutlich vom Widerstand der illegalen Parteizirkel ab. Sie verstanden sich, also die Reichsbannerleute, verstanden sich als revolutionärer und aktionistischer als die SPD. Manche Mitglieder sollen auch der Meinung gewesen sein, die SPD habe sich als zu schlapp erwiesen. Die illegalen Reichsbannerstrukturen waren zugleich der Überzeugung, das NS-Regime sei nicht von Dauer und werde an seinen Widersprüchen zerbrechen. Auf diesen Moment wollte man sich vorbereiten, womöglich auch hinarbeiten. Es gab aber keine moralischen Gründe der Ablehnung des NS-Systems, weil man einen Massenmord vermutet hat, sondern man betrachtete das NS-System zuallererst als ein System der Arbeitergegner. Allein in Bremen-Nord soll die illegale Organisation über 100 Personen in einzelnen Fünfergruppen umfasst haben. Beim Schriftverkehr wurden geheime Codes verwendet. Diese Codes konnten oder sie sollten es Uneingeweihten unmöglich machen, die Texte zu entziffern. Die Gestapo konstatierte, Zitat, die aus dem Ausland eingehenden Briefe und Karten enthielten meistens einen harmlosen Text. Häufig waren sie als Liebesbriefe getarnt. Zwischen den mit Tinte, Blei und Kopierstift geschriebenen Zeilen befanden sich jedoch besondere Schriftsätze, die mit Geheimtinte geschrieben waren. Und erst nach entsprechender Behandlung durch Erwärmen oder durch Bestreichen mit einer Flüssigkeit sichtbar wurden. Neben den eingeschleppten illegalen Zeitungen wurden auch selbst hergestellte hochverräterische Schriften verbreitet. Diese waren mit der Schreibmaschine geschrieben und wurden dann vervielfältigt. Zitat Ende. Manche Gruppen, wie zum Beispiel das erwähnte illegale Bremer Reichsbanner, gaben eigene Veröffentlichungen heraus. Die Gruppe prangerte zum Beispiel in einem seiner Rundschreiben das Missverhältnis von Versprechen und den realen Problemen im Alltag des Nationalsozialismus an. Zugleich berichtete man in den Flugblättern über tatsächliche oder vermeintliche Korruption von NS-Größen und auch die Militarisierung des Alltags sowie die aus Sicht des Reichsbanners durchschaubaren Kriegspläne waren Themen, mit denen sich das Reichsbanner auseinandersetzte. In einigen Veröffentlichungen wurde aber auch ganz offen zum gewaltsamen Sturz der nationalsozialistischen Despotie aufgerufen. Nach Auswertung zahlreicher Unterlagen kann festgestellt werden, dass die Widerstandskämpfer aus den Reihen des Reichsbanners in den illegalen Gruppen in Norddeutschland vergleichsweise jung waren, nämlich zwischen 20 und 30 Jahren. Sie waren häufig unverheiratet, kinderlos und erwerbslos. Aus diesen ersten Ergebnissen sollen keine verallgemeinernden Schlüsse für andere Regionen gezogen werden. Allerdings ist anzunehmen, dass das illegale Reichsbanner besonders attraktiv oder interessant für jüngere Sozialdemokraten war, die sich vor 1933 eher dem rechten Flügel der SPD zugehörig gefühlt hatten. Sie gingen in ihrem Aktionismus viel höhere Risiken als ältere Sozialdemokraten ein. Zugleich fällt mit Blick auf die Gruppen, also die illegalen Reichsbannergruppen, eine gewisse Überschätzung der eigenen Handlungsspielräume auf. Man erkennt ein Nebeneinander von fast schon übertriebener Umsicht und sehr großem Leichtsinn.
Verhaftungen erfolgten durch leichtsinniges Verhalten der im konspirativen Vorgehen eher unerfahrenen Funktionäre. Aber auch, weil ständig nach Möglichkeiten gesucht wurde, um die Organisation voranzutreiben. Ein neuer Fakt unserer Forschung kann darin erkannt werden, dass sich einige Reichsbannermitglieder, die 1933 im Zuge der Repressalien der Nationalsozialisten erwerbslos geworden waren, als Vertreter von Versicherungsfirmen betätigten. Das sind zumindest unsere Beobachtungen für die Region Berlin-Brandenburg. Von manchen Anhängern des Reichsbanners ist inzwischen bekannt, dass sie versuchten, durch die Übernahme einer Vertretertätigkeit einerseits ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und andererseits auch Widerstand zu realisieren. Einmal mehr ist nun die Tatsache relevant, dass aus einem Bericht der Berliner Gestapo von Ende Mai 1934 hervorgeht, wie der Reichsbanner-Aktivist Theodor Haubach als Vermittler von Versicherungsvertretertätigkeiten auftrat. Dieses Phänomen der Vermittlungstätigkeit von Vertretertätigkeiten kennen wir auch bei den Gewerkschaften, die auch da den Broterwerb verbunden haben mit illegalen Aktivitäten. Im Falle von Haubach strebte dieser an, durch die Übernahme einer Versicherungstätigkeit die Handlungsspielräume in der Illegalität zu erhöhen. Er strebte dabei auch bessere konspirative Regeln an. In diesem Sinne heißt es auch in einem Gestapo-Bericht über das, was Haubach bei einem illegalen Treffen gesagt haben soll. Zitat: Es wurde bis auf Weiteres angeordnet, keine sichtbare Aktion, kein schriftliches Material. Ich weiß, dass ich überall im Reich meine Freundesgruppen fest in der Hand habe. Diese Freunde sind begeisterte Radfahrer oder begeisterte Naturfreunde. Sie sind dauernd beieinander, aber sie üben sich darin, überall geschlossen aufzutreten und trotzdem harmlos auszusehen. Zitat Ende. Im Laufe der Zeit beteiligten sich die Mitglieder also an einem weniger umfangreichen, aber konspirativ besser gesicherten Widerstand. Man wird, wie bei vielen anderen illegalen Gruppen, hier auch weniger Helden erkennen, sondern viel häufiger sehr unterschiedliche Verhaltensweisen in ein und derselben Person. Zum Schluss. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, wie vielfältig die Orientierung und Reaktion auf den Aufstieg der NS-Bewegung im Reichsbanner und in der SPD waren. Das Verdienst des Reichsbanners ist, dass es sich intensiv für die Weimarer Republik und deren Verfassung einsetzte. Nachdem man gemerkt hatte, dass es keinen Platz für das Reichsbanner im NS-Staat gab und nachdem man auch gemerkt hatte, dass gewisse Anpassungsversuche scheiterten oder auch die Unterwanderung des Stahlhelms nicht funktionierte, dann entschieden sich eine Reihe Anhänger bald für die illegale Arbeit. Insofern war es nur folgerichtig, dass das Reichsbanner zum wichtigen Akteur des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus werden sollte. Wie Sie auch gehört haben, sind für die Zeit nach 1933 noch weitere Forschungen nötig, um den Widerstand des illegalen Reichsbanners genauer zu rekonstruieren. Dies werden wir hier in der Gedenkstätte auch in Zukunft tun. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit. Ich danke auch der technischen Betreuung und dem Team der Gedenkstätte. Vor allem wünsche ich Ihnen nun allen einen guten und erholsamen Abend.